Herzlich willkommen zur Battleworld Chronos Beta Version 2. Heute zeige ich euch die Änderungen, die mit dem letzten Update aufgespielt wurden. Und zwar gibt es jetzt eine Singleplayer-Map, eine Herausforderung. Und zwar ist es das Ziel, einen Tempel, der auf dieser Map ist, zu beschützen vor massenhaft feindlichen Einheiten, die jede Runde neu spawnen und immer mehr werden und immer mehr. So, irgendwann verliert man den Tempel, dann wird das hier angezeigt, wie gut man ist. An welchem Tag hat man es gemacht und wie viele Runden hat man überlebt. So. Dann wurden eine weitere Cutscene in die Beta eingepflegt. Und man kann die Mission nicht einfach jetzt so ausführen, wie man will. Man muss sie wirklich freispielen, nicht so wie am Anfang. So wie es im späteren Spielverlauf auch sein wird. So, dann fangen wir doch gleich mal an mit der Mission 2. In der ersten Mission mussten wir ja das abgestürzte Shuttle finden und unsere Leute retten. Jetzt ist es unser Ziel. Wir sind dort angekommen, haben uns unsere Leute geborgen und müssen jetzt die Transporter zum Hafen bringen. Dort zwei Häfen übernehmen und alle feindlichen Angreifer vernichten. Ja, das war's erstmal. Dann fangen wir doch gleich mal an. So, erstes Ziel, 5 Transporter überleben. Sekundärziel. Zweites, 6 Transporter. Da muss ich die beiden Häfen als Primärziel erobern. Und ich darf nicht mehr wie 2 Transporter verlieren. Ist doch mal was. So, wir haben hier unsere beiden Häfen, die müssen wir erobern. Das ist eine ganz schöne Strecke. Hier ist mal die Übersichtskarte, wo man mal so ein bisschen rauszoomen kann und sich einen Überblick verschaffen kann. Ein paar Bäume und im Moment ist Berg, genau. Bergfelder, das sind Bäume. Hier sind Straßenspuren oder so. Gut, fangen wir mal an. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Ich versuche mein Mikrofon immer zu muten, wenn ich husten muss oder niesen. Aber manchmal geht es so schnell, dass ich das nicht kann und dann entschuldige ich mich schon mal vorhin hinein. So, wir haben 2 Truppen. Einmal hier mit den 6 Transportern, die nicht zerstört werden dürfen. Sowie auf der rechten Seite Raketen, also ein kleiner Trupp. Raketenpanzer mit einem Banditen, 2 Infanteriebots und einem Panzer. Normalerweise, oh, man könnte davon ausgehen, ich soll hier lang gehen mit dem Trupp und hier mit dem anderen. Ich mag das aber nicht. Ich ziehe lieber alleine zusammen und fahre gemeinsam hier über die Map. So, es wurde auch ein bisschen geändert hier mit dem Anzeigen der Bewegungsfelder. Jetzt sind die Hexfelder klar abgegrenzt. Was ich auch besser finde, weil das jetzt besser aussieht. Mit der Leertaste können wir uns die Bewegungsfelder oder die Aktionsfelder anzeigen lassen. Was die Einheiten können und wer noch was kann. Der kommt vor. Ich rücke erstmal mit allen Einheiten vor. Das ist etwas zu wenig. So. Auf der linken Seite sind noch Hilfe-Icons. Falls man irgendwas vergessen hat, kann man sich das nochmal angucken. Wie zum Beispiel, was sind Aktionsfähigkeiten? Welche gibt es? Hier, Aktionspunkte. Bewegen, kämpfen, Joker und so weiter. Kann man sich alles nochmal angucken. Bewegen von Einheiten. Wo können sie schneller fahren und wo langsamer. Die Angriffsreichweite mit Alt. Mit der linken Alt-Taste kann man gucken. In diesem blauen Bereich können alle Einheiten, die ich besitze, angreifen. Das heißt, hier können sie angreifen, aber hier zwischen nicht. Ist zum Beispiel der Buggy. Wenn man die Maus drauf macht, sieht man es nur von einer Einheit. Linke Alt-Taste sieht man alle Einheiten. So, dann haben wir hier den Tipp mit dem Klemm.
dass man die Einheiten umstellen soll, was wir später machen. Hier steht, dass jede Einheit sich nur so oft verteidigen kann, wie oft sie Angriffspunkte hat. Also der Panzer kann sich einmal verteidigen auf einem Feld, weil er nur einmal angreifen kann. Der Buggy könnte sich zweimal verteidigen, aber nur auf zwei Feldern Entfernung. So, jede Einheit nimmt unterschiedlich viel Schaden, je nach Panzerungstyp, das ist auch klar. Dann haben wir die Lebenspunkte und Wracks. Wenn die Lebenspunkte auf 0 sind, entsteht ein Wrack. Über das Wrack können nur wenige Einheiten fahren. Gebäude erobern, werden wir gleich sehen. Dazu gibt es diese Infanteriebots, die müssen einmal angreifen, dann gehört es denen. Dann gibt es Spezialaktionen von der Artillerie, die ich in dieser Runde oder in dieser Map nicht habe, und U-Boote. Die Artillerie muss sich aufbauen, bevor sie schießen kann. Die U-Boote können tauchen und so weiter. Dann gibt es die Einheiten, nicht Einheiten. Die kann ich meine Einheiten reinziehen. Dann habe ich noch eine, die laufen kann oder fahren. Nein. Ich könnte meine Einheiten auch da reinsetzen. Zwei Stück hier. Aber will ich nicht. So, in Depots sind Einheiten drinne. Dort kann man aufmunitionieren und so weiter. Dann gibt es auch Flugzeuge. Das wird später nochmal gezeigt. Wenn ich dazu komme, weiß ich noch nicht. Dann gibt es Minen. Es gibt Einheiten, die können diese legen. Es gibt aber auch der Infanteriebot soll die liegen können. Da. Aber er braucht den Joker-Point dafür. Dann könnte er eine Mine hinlegen, wenn Einheiten drauf fahren, explodiert die und die Einheit nimmt eine Menge Schaden. So, dann haben wir unsere Missionsziele. Bla bla bla. Verbleibende Einheiten, Aktionen anzeigen. Da steht es nochmal, mit der Leertaste drücken, werden die Lebensbalken mit allen Aktionen und so weiter angezeigt. Man kann die Einheiten durchhalten, also hier. Alle, die noch eine Aktion frei haben, da die alle nur angreifen können. Könnte ich sie auch schlafen legen. So, alle schlafen gelegt. Kann ich nicht mehr durchhalten, das war's. So, wenn die Missionen zu schwer sind, kann ich sie auch anfordern. Objective und Stats auf den Verstärkungsbutton. Dann kann ich 10 Runden keine Verstärkung anfordern, aber ich bekomme auch kein Erfolg. Kein Achievement, Erfolg. Weiß gar nicht, wo das Fenster ist. Ist das hier? Spielmenü, da. Ziele und Statistik. Verstärkung. Da könnte ich jetzt Verstärkung anfordern. Die landet dann hier irgendwo. Und dann kriege ich halt das Achievement nicht. Häfen und Transportschiffe. Es gibt einmal die Hovercrafts, also die Luftkissenboote. Die können an Land fahren. Dort kann man die entladen. Die anderen Schiffe, diese Transportschiffe, muss man in den Hafen fahren. Kann sie dann von dem Hafen auf Land übersetzen. Wenn man das andersrum will, muss man den also vom Hafen ins Boot überbringen, also einladen, muss das Schiff quasi hier vorne drin stehen, dann direkt eingesetzt werden. Einheit mitnehmen. Okay, man kann Einheiten mitnehmen. Und man wird vorher gefragt, welche und wie viele. Okay. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Weiß ich nicht wieso. Vielleicht ist es jetzt erst mit der letzten Beta dazu gekommen. Beenden wir mal unsere Runde. Und fahren mal weiter. Da haben wir schon mal den ersten Feindkontakt. Dort werden wir auch gleich mal kämpfen. Erstmal ein paar Einheiten hier zusammenziehen, damit wir da möglichst verlustfrei durchkommen. Ups.
Der sollte da nicht hin. Ich weiß, hier rechts stehen auch Einheiten. Da hätte ich mit dem rechten Trupp hinfahren können, was ich ja nicht wollte. Weil da relativ viel Gegenwehr ist. Ich werde es hier in dem Let's Play jetzt machen, dass ich hier meine Einheiten alle einmal über einen Weg fahre, weil hier die Brücke kann man sehr gut dicht machen, dass die Einheiten nicht nachziehen können. Und das wird so quasi einer der wichtigsten Punkte in meiner Strategie werden, dass ich die Gegner hier aufhalten werde. Weil wir werden verfolgt. Hier unten spawnen bald Einheiten, die unsere Transporter zerstören wollen. Was wir natürlich verhindern wollen. Weil es sind ja unsere Transporter. So, die Banditen rüberfahren, hinten verstecken. Infanteriebots nach vorne. Ein mehr Panzer. So, den Infanteriebot, der darf eine Mine verlegen. Ups. Ja, rechtsklick, nicht linksklick. So, jetzt steht hier eine Mine. Auf die kann man seine Einheit noch nicht mehr platzieren. Und eine feindliche Einheit, wenn sie rauffährt, löst die Mine aus. Und dann explodiert sie und nimmt Schaden. Was wir hier nachher mal sehen werden. Zurückfahren, blocken. Da sind sie auch schon, die ersten paar Einheiten. Es ist eine kleine Vorhut. Ein paar leichte Einheiten sind nicht so schlimm. Jetzt gucken wir mal nach. Der Feind war so nett und hat nichts gemacht. Also werden wir ihm jetzt mal die ersten Einheiten hier vernichten auf der kleinen Seiteninsel. So, na, der kommt da nicht ran. Die haben auch, glaube ich, nur eine Mine immer. No. Gucken wir mal nach. Kann ich hier hinten noch eine Mine setzen? Und auf der Brücke. So. Können die nachrücken. Die habe ich alle gezogen. Der Raketenpanzer noch mit. Der kann noch eine Mine setzen. Kann also hier hinsetzen. Dann drücke ich die Transporter schon mal nach, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen. Und dann fangen wir schon mal an. Einheit vernichten. So, erst Einheit ist vernichtet. Können wir noch mal nachrücken. Um die Einheit da ein bisschen zu blockieren. So, alle Einheiten sind bewegt. Dann ab zur nächsten Runde. Ich hätte da reinfahren können, um das Depot zu erobern. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber naja. Er geht auf meinen Speer. Das ist mir ganz lieb. Und überlebt hier mein Jeep länger. Jetzt rückt er hier unten schon nach mit seinen Einheiten. Bei der Mission muss man halt ein bisschen sich beeilen. Weil man sonst in die Zange genommen wird. So. Zerstören wir mal feindlichen Banditen in der Runde. Das schaffen die da schon alleine. Da komme ich nicht hin, das ist schlecht. Dann zerstören wir den Panzer. Wird
halt nicht ganz reichen. So, erstmal den Banditen zerstören. Dann den Infanteriebord angreifen. Dann den Panzer. Und mit dem gehen wir in Richtung Reparaturkits. Ah, nehmen wir gleich eins. Damit wir den nicht versehentlich in der nächsten Runde verlieren. So. Dann die Transporter nachziehen, damit sie die Brücke frei machen. Weil wir werden diese Brücke halten. So lange wie möglich. Damit wir genug Zeit haben, ungestört in den Hafen zu kommen. Ah, das reicht nicht ganz. Und zwar stellen wir vorne einen Panzer hin und dahinter zwei, oh, ein Raketenpanzer, der die aufhalten wird. Oder zwei, lass mal zwei hier stehen. Müssen wir mal gucken, wie die so rankommen. So. Runde beenden, ja. Jetzt will er meine Infanteriebord zerstören. Und meinen Banditen. Na, hier unten kommt er jetzt schon an. Mit seinen Einheiten. Kann mich aber noch nicht angreifen in der Runde. So, kommt der ran? Natürlich nicht. Fahren wir jetzt weiter. Dann mit dem Panzer hier vor, um zu blocken. Den Infanteriebot stellen wir mal hier hinten ab. Weil die Mine blockiert, leider. Hätte ich aufpassen sollen. Naja, passiert. So, jetzt stellen wir den G. Dann erobern wir mal schnell das Depot. Und holen unsere Einheiten daraus. Da haben wir einen Banditen drin. Ein Jeep haben wir drin. Und ein Panzer haben wir drin. So, dann muss der Panzer jetzt die Runde mal dran glauben. Weil wir müssen jetzt langsam von der Insel hier verschwinden. Damit wir rechtzeitig. Oh, zerstört, sehr schön. Damit wir rechtzeitig oben am Hafen ankommen. So, den Banditen, den wir natürlich reparieren. Die Einheiten sind wichtig. Die brauchen wir alle noch. Und die Runde ist wieder vorbei. Ich hätte die Mine eins weiter liegen müssen. Jetzt kommt der Bandit hier an und will meinen Panzer zerstören. Ein paar Einheiten gehen zu meinem Infanteriebord. Da wurde die erste Mine ausgelöst. Hier hat ein halber Infanteriebord zerstört. So, die Hälfte Leben abgezogen. Die beiden Scouts haben nicht so die Chance. Oh, jetzt kommen hier starke Einheiten, die uns auch verfolgen. Eine Artillerie, ein Jeep, ein Panzer und ein Raketenpanzer. Aber bis die oben sind, das stört uns nicht. Im Raketenpanzer greifen wir hier jetzt immer den Banditen an. So lange, bis er halt zerstört ist. Der Panzer verteidigt sich nur, hält die Position und das war's. Der Infanteriebord versucht so lange wie möglich zu überleben. Dann rücken wir hier vor auf der Insel. Hier haben wir einige Depots. Jetzt will hier eine Reporterin mit mir quatschen. Das soll sie später machen. Habe ich keine Lust zu. Und hier gibt es ein bisschen Munition, relativ viele Reparaturkästen. Und eine Kiste, wo ein Infanteriebord drin ist.
muss ich. Den sollte ich auch mal da rausholen. So. Ziehen wir alle Einheiten nach. Die haben sich alle bewegt. Jetzt sollten wir die Transporter auch nachziehen. Nicht, dass wir sie irgendwann mal vergessen und wir ein oder zwei davon verlieren. Das wäre nämlich schlecht, dann kriegen wir unsere Bonusziele nicht erfüllt. Und ich würde gerne alle Ziele erfüllt haben. Wollen wir doch alle, oder? So, dann haben wir die ganzen Transporter nachgezogen. Die brauchen sich nicht bewegen, der kann sich nicht. Oder ich ziehe den weg. Genau. Zieh den ran und greife mit dem nochmal an. Ah, sehr schön. Das ist das Gute hier. Man kann ja angreifen und bewegen oder bewegen und angreifen. Das ist in meiner Situation ganz gut gewesen gerade. Da unten die Artillerie auf. Ich weiß gar nicht wieso. Da steht überhaupt nichts von mir, aber er baut's auf. Komisch. So, hier unten hat er repariert. Oh, nett. Hochfahren. Ziehen wir den wieder weg. Fahren mit dem anderen Raketenpanzer hin. Dann stören den Banditen, damit der Panzer hier möglichst wenig Schaden bekommt. Kann ich jetzt upgraden? Mehr Reichweite oder mehr Schaden? Na, ich mache den Schaden. Helm braucht er noch nicht. Hat noch relativ viel Leben. So, dann holen wir uns den Infanteriebot. Der fährt hier immer zu den Depots hin. Der Rest der Einheiten wird weiter nach Norden verschickt, damit wir unsere Mission erfüllen können. Jetzt ist hier auch immer so ein Text, nicht nur Reichweite, wenn man zum Beispiel daneben klickt. Dass man auch sieht, gleich Freunde verabredet. Die Panzer sind so langsam. So, dann haben wir nur noch die Transporte übrig. Der Buggy. Bandit, so, die positionieren wir jetzt schon mal möglichst dicht an den feindlichen Turm, ohne aber in seine Reichweite zu fahren. Der kann nichts machen. Transporter nachziehen. Immer schön bei unserer Hauptarmee lassen, damit wir die beschützen können. Ich hoffe aber, sie bauen nicht noch mehr solche Missionen ein, weil ich kann die solche Beschützen-Missionen überhaupt nicht leiden. Zieht er seine Einheit nach rechts ab? Wahrscheinlich will er jetzt hier über die Brücke rechts kommen. Jetzt hat er die Artillerie wieder abgebaut und fährt damit weiter. Naja. So, wieder den Banditen angreifen. Panzer vorne oder der Truck. Wie man den auch immer nennen mag, der ist nicht so wichtig.
der Hand. Jetzt wird es langsam knapp für den Panzer. Der muss noch zweimal kämpfen, damit er levelt. Ich hoffe, das überlebt er in der nächsten Runde. Jetzt erobern wir schnell mal die Depots. Das erste Depot gehört uns. Das zweite Depot gehört uns. Dann holen wir die Einheiten raus. Ein Raketenpanzer und ein Hunter. Und zwei schwere Panzer. Oder mittlere Panzer. Dann rücken wir weiter vor. Immer weiter und weiter und weiter. So, in der nächsten Runde werde ich da wahrscheinlich rüberfahren können. Ich stelle mal vorsichtshalber den Panzer hier nach unten, falls die Einheiten sich hierher bewegen. Was ich nicht erwarte, aber man muss ja vorsichtig sein. Die können nichts machen, die brauchen nichts machen. Die soll nächste Runde erst. Ah, da kommt er ja schon. Das heißt, ich muss hier gleich mal mit ein paar Einheiten nach unten gehen. Was nicht so ganz geplant war. Ah, Mist. Eine hat zwei Level bekommen. Oh, oh, sie lebt noch. Sehr schön. Ganz knapp überlebt. Jetzt heilen wir sie natürlich. Zerstören wir den feindlichen Planeten. So, die wichtigste Änderung, die ich noch nicht gesagt habe, glaube ich. Der Spielsound wurde hinzugefügt. Hier, ja, jetzt hört. Also Geschosse, Hintergrundmusik und so weiter. Es wurde alles hinzugefügt. Und das ist eine sehr wichtige Änderung, finde ich. Also kriegt man auch ein besseres Gefühl bei dem Spiel, finde ich. Das gehört dazu. So einfach still bleiben das Spiel, das hat was von Rosa Games spielen. So, die Einheit ist schwer beschädigt. Deswegen ziehen wir uns mal zurück auf dem Reparaturfeld. Brauchen wir aber noch ein, zwei Einheiten nach unten, um den Angriff hier aufzuhalten. So. Dann erobern wir mal die Satellitenschüssel. Und rücken dann mit unseren Panzern vor. Und zwar gehen wir gleich aggressiv vor. Damit wir hier jetzt lange mal vorankommen. So. Erst mit den Jeeps, damit sie die Schüsse abfangen. Dann mit den Banditen. So, feindlicher Turm ist zerstört. Sehr schön. Die Transporter lassen wir diese Runde jetzt mal stehen. Dann habe ich hier unten alles getan. Ja. Das war's. Machen wir mal nächsten Zug. Jetzt kommt er da mit dem Panzer rüber. Kann ich nie leiden. Mal die zwei Frontenkriege hier. Ja, hier unten ist egal.
kann natürlich hier nicht entscheiden, was er machen soll. Ja. Nicht, dass er mir die Einheit hier noch zerstört. Oder kommen jetzt sogar noch Einheiten nach. Jetzt wird es langsam Zeit, die Beine in die Hand zu nehmen. Das bedeutet, wir ziehen uns zurück. Ja, dass wir weiterfahren können. So. Panzer an die Front. Zerstören wir aber mal den Banditen. Oder die Schildkröte. Jetzt erobern wir mal das feindliche Depot. Ich finde es ein bisschen unsinnig. Die gehören dem Feind. Und da sind Einheiten drin, die er aber nicht benutzt. Weswegen das so ist, kann ich nicht sagen. Es ist äußerst unlogisch, aber naja. Jetzt umzingeln wir den Gegner. Ah, die Einheit hat eine ganze Menge Schaden bekommen. Die heilen wir jetzt mal, damit wir sie nicht verlieren. Infanteriebots nachziehen. So, machen wir mal ein bisschen Platz hier. Die können da nicht hin, wegen dem Wrack. Bisschen ungünstig. Nach oben will ich nicht fahren, sonst kommen die andere Verstärkung wahrscheinlich noch dazu. Zerstören wir hier hin. Mal ein paar. Bei den Speer. So. Hunter angreifen. Hunter zerstört. Nächsten Hunter angreifen. So, hier oben kann ich nichts machen. Der Rest, der zieht mal ein bisschen nach. Aber nicht so weit, dass er angegriffen werden kann. Oh, da kann die Einheit noch was tun, das hätte ich beinahe übersehen. Fahren wir an. Nee, greifen wir an. Damit er wenigstens ein bisschen beschädigt ist. Die Einheit werde ich wahrscheinlich bald verlieren. So. Ja. Ich verliere den jetzt nicht. Die Banditen sind relativ gut und die will ich auch nicht einnehmen. Ich bin doch verloren. Immer gerne behalten. Jetzt hat er die Mine ausgelöst. Ich hoffe, er zerstört jetzt den Panzer nicht, aber ich glaube schon. Ja. Ist hier ein Wrack, kann er nicht rüberfahren, das ist ganz gut. Und immer schön in Angriffsreichweite bleiben. Damit wir auf der Flucht aber noch die Einheiten zerstören können. Und ein zweites Wrack ist da. Jetzt wird es aber langsam problematisch hier unten. Er hat mich gut eingekesselt. Meine andere Hauptstreitmacht hier oben kriegt ganz schön auf den Sack. Läuft gerade alles ein bisschen anders wie geplant. Thank you.
schleichen wir uns mal ein bisschen am Gegner vorbei. Soweit es geht. Und erobern mal das Depot und danach das andere Depot. Dann kriegen wir hoffentlich ein paar Einheiten wieder ran. Die Einheit haben wir jetzt auch mal schnell. So, aber hier unten haben wir jetzt ein kleines Problem. Weil hier hätte ich die Brücke zumachen müssen. Wozu ich aber nicht gekommen bin. Jetzt muss ich die Einheit reparieren, kann dann aber nicht angreifen. So. Stellen wir mal den Panzer. Schädigen wir ihn. So, und ziehen uns ein bisschen zurück. Weil so eingekesselt zu kämpfen ist nicht gut. So, ja, das ist aber schon relativ dicht an unseren Transportern. Ziehen wir mal ein bisschen nach. Nein, nicht zurückfahren. Bin ich wieder zu schnell fürs Spiel. So. Haben wir noch einen Infanteriebot. Der wird sich jetzt gleich die Kiste da krallen. Ganz schön Damage hier unten rein. Jetzt kommen die anderen Einheiten hier schon an. Ah. Zum Glück ist die Artillerie nicht aufgebaut. Oh, jetzt ist sie aufgebaut. Jetzt muss ich mich beilen. Die macht eine ganze Menge Damage. Das wollen wir ja nicht, dass die uns was zerstört. Jetzt hat er die Einheit enttarnt, weil er direkt daneben stand. Und wir fliehen jetzt mal ein bisschen schneller mit den Einheiten. Weil langsam sieht es hier sehr schlecht aus hier unten. Ups, daneben geklickt. Ich wollte die Einheit reparieren. So. Wir ziehen sie mal runter. Alles sehr schlecht hier aus. Gehen wir auf den Panzer. Dann. Ja. Schneller fahren. Naja. Warten wir. Zerstörte Einheit. Hat ein Level bekommen. Sehr schön. Ist die schwer beschädigt? Ja. Das Problem ist, sie ist beschädigt. Ich könnte aber die Joker-Aktion ändern, dann könnte sie zweimal angreifen. Aber ohne Heilung wird sie kaputt gehen. Naja, heilen wir sie. So, die Einheit greift mir die Runde nicht an. Damit sie hier die Einheit hier möglichst nicht angreifen nächste Runde. Dann rücken wir mal jetzt schnell vor. Hat er was drin gelassen? Na, leider nicht. Aber hier hat er was. Das ist zwar nur ein Hunter, aber besser wie nichts. Und boom. Dann kesseln wir mal die feindlichen Einheiten ein. Bis an die Infanterie, die steht gut weit hinten. Komme ich nicht ran. Sieht aber so aus, ich könnte den hier zerstören. Achso, ja, dann kann ich nicht dahin fahren. Also einmal wird die Artillerie schießen. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber geht nicht anders. Aber wir räumen erstmal den Weg frei zur Artillerie. Die anderen Einheiten können hier unten den Platz schaffen. So. Das
ist noch ein Depot. Das holen wir uns auch gleich mal. Wir haben da Einheiten, wir haben da Einheiten. Dann. Ich werde gerne erschießen bis dahin. Dann verstecken wir oder ziehen wir unsere Transporter mal hier in die Ecke. Halt, kommt hier unten an, was ich gar nicht toll finde. So. Mal gucken, was er macht. Er zerstört den Panzer. Und den beschädigen. Mist, Bandit weg. Greift er unsere Transporter an. Die hatten zum Glück einiges aus. Jetzt rückt er hier nach. Sind wir in Reichweite mit unseren anderen Raketenpanzern, das ist ganz gut. Zerstören wir mal den Panzer. Ja, hat geklappt. Dann reparieren wir den jetzt, damit er mehr Schaden macht. Und greifen den Banditen an. Und rücken dann mit dem Panzer. Ah, den hätte ich eigentlich vorher bewegen können. Naja. Dann wäre der Bandit jetzt weg. Egal. Also erst bewegen, dann angreifen. Fürs nächste Mal. So, nächstes Depot. Da haben wir einen Hunter und einen Banditen. Die hätten keine Chance gegen die. Deswegen lassen wir die erstmal drinnen. So, jetzt zerstören wir die feindliche Artillerie. Weg mit dem Rotz. Feindlichen Panzer. Sehr schön. So, jetzt ist ganz wichtig, die Transporter nachzuschieben, damit sie unten nicht im Feuer stehen bleiben. Und den Hafen erobern. Nächste Runde ist auch unser. Binden, was hinstellen zum Blocken, damit er da nicht angreifen kann. So, hier oben habe ich alles bewegt. Oh, da ist noch ein Infanteriebot. Nachziehen. So. Kesselt da die unten ein, ich hoffe ich verliere den nicht. Oh, er hat meinen Infanteriebot gesehen. Hat der Bandit einiges an Schaden bekommen. Gehen wir ihn mal reparieren. Das ist, die Einheiten haben kaum noch Munition hier unten, die Raketenpanzer. Wie es aussieht, hat sich das Spiel gerade aufgehangen. Steht bei 47% und macht nicht weiter. Das ist nicht gut. Speichern wir mal ab. Und laden das nochmal. Thank you.
sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal ins Hauptmenü. Setzen das Spiel fort. Und er macht auch nichts. Dann haben wir noch den Autosave aus Runde 10. Oh, alle 5 Runden speichert er nur. Ist ungünstig. Ich hoffe, das fixen sie noch zur Beta. Oh. Quatsch, zur Beta, zum Release. Er ist ja schon in gut 2 Wochen. Und ich hoffe, da passiert sowas dann nicht mehr. Laden wir jetzt einfach mal schnell Autosave 2. Es ist noch vor dem Angriff da oben gewesen. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. So. Reparieren. Einheiten zurückziehen. Wenn wir diese Runde aber mal ein paar mehr Einheiten zum Abfangen nach unten schicken, weil wir ja jetzt wissen, was da unten alles ankommt. Er darf auf keinen Fall über die Brücke kommen. Boah, mit möglichst großen Verlusten. So. Nichtsdestotrotz müssen wir hier oben möglichst schnell vorstoßen. Und das machen wir jetzt auch in derselben Runde. Ist zwar schlecht, dass meine Armee jetzt so stark gesplittet ist, aber es wird schon werden, hoffe ich. Ich darf bloß nicht die Einheiten da oben noch dazu triggern. Das wäre jetzt tödlich. Habe ich ihn den da hingezogen und das nicht erobert? Da haben wir ja noch einen Infanteriebot. So. Alles schön aufdecken hier. So. Kann nichts machen. Kann nichts machen. Der Panzer kann auch angreifen. Was auch gleich mal. Der kommt dran, der will ich genau zerstören. Machen wir aber diesmal den Schaden hoch. Kann man den Platz einnehmen? Leider nicht. So, dann greift man hier wieder an. Turm ist zerstört. Nächste Runde wird er hier angreifen. Panzer verrückt, der andere Teil einfach rüber auf der anderen Seite. Müssen wir auch gleich noch blocken. Oh. Den Hunter haben wir schon mal verloren. Jetzt zieht er die Einheit wieder zurück. Also manchmal muss man den Gegner nicht verstehen, was er hier macht. Zieht einfach so die Einheiten aus dem Kampfgebiet zurück. Der Infanteriebot muss nur so lange überleben, bis er das Gebäude erobert hat. Jetzt rückt er hier nach. Jetzt hat er die Mine entdeckt. Die könnte er jetzt angreifen, damit er sie nicht auslösen muss.
Mist, ich komme nicht ran, leider. Genau, ein Feld zu wenig. Rück mal schnell hier ins Kampfgebiet vor. So. Dann. Hier wird der Bandit angegriffen. Und hier erstmal der Hunter auf der rechten Seite. Weil der kann meine Hydra angreifen. Von hinten. Und hier vorne ist ja geblockt. Hier kommen sie ja nicht durch. So, der Infanteriebot. Robert das Depot. Damit ich quasi eine zahlenmäßige Überlegenheit hier schaffe. Dass ich jetzt zwei Infanteriebots habe und den Explorer. Jetzt müssen wir hier vorsichtig vordringen. Um möglichst ohne Verluste. Boah. Ohne großen Verluste und ohne die Einheiten da oben zu triggern. Hier vorankommen. So. Erst mit Nahkampf. Nahkampf. Das hat zerstört. Perfekt. Genau. Sehr schön. Hier Nahkampf. Den Hunter zerstören. Das lief super. Dann schwer beschädigen hier oben. Kann sich kaum wehren. Das ist sehr schön. Der hat ein Level bekommen. Weniger Schaden soll er bekommen. Die Einheiten sind fertig. Der ist schwer beschädigt. Naja. Die Transporter ziehen wir mal ein bisschen wieder nach oben. Ups, dann hingeklickt. So, hier links kann man nichts machen. Er wird nächste Runde hier rüberstürmen. Dann halten wir ihn hier gut auf. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass er nicht irgendwann nächste Runde hängen bleibt oder so wieder. Batteriebot zerstört, aber in der Runde, dann kann ich ja zwar rauffahren, aber nicht rüber. Das ist alles nicht so schlimm. Mal auf den Banditen geschossen. Naja. Die Einheiten sind fast zerstört, dann müssen wir gleich mal was machen. Immer noch eine ganze Meute hier feindlichen Einheiten. Hier hat er mich sehr gut umzingelt, was ziemlich schlecht für mich ist. Aber wir kriegen ja aus dem Westen jetzt Verstärkung hierher. Ich hoffe, die kommt noch rechtzeitig an. Hier wird der Hunter umzingelt, zerstört, weggemacht, fertig. So. Wir gehen mal auf den Banditen, weg damit. Den Panther, den würde ich gerne reparieren, aber der ist so eingekesselt. Kommt da nicht mehr raus. Deswegen zeige ich schon mal jetzt mal den Panzer. Ah, er kommt zwar raus, aber nicht weit genug. Aber ziehen wir trotzdem zurück. Und hoffen, dass er überlebt, damit er in der nächsten Runde auf ein Reparaturfeld fahren kann. So. Der ist schwer beschädigt, der wird repariert. Der ist auch schwer beschädigt, darf auch zurückfahren und repariert werden. Dann fahren wir mit den Einheiten vor. Räumen hier oben ein bisschen auf. Schafft er.
nicht ganz alleine, muss noch eine Einheit hin. Ich hoffe, das jetzt könnte so einigermaßen passen. Naja, stellen wir uns noch dazwischen, falls es nicht passt. So, Bandichis. Bandichis nochmal. Sieht aber ganz gut aus. Genau, Rebot. So, Speer noch kaputt machen. Den Banditen zerstören. Sehr schön. So will ich das haben. Der repariert sich nochmal. Dann rücken wir hier oben jetzt wieder vor. Relativ kleine Gruppen haben wir jetzt. Der kann auch fahren. Der blockt, damit er Einheit nur hier hinfahren kann. Die anderen müsste er rumstellen. Also schütze ich den jetzt ein bisschen. Der hat noch relativ viel, das ist nicht so gut. Aber der Rest sind leichte Einheiten und da dürfte ich nicht solche Probleme kriegen. Jetzt habe ich hier oben die Einheiten getriggert, also ausgelöst. Das ist nicht so schlimm, da die anderen Einheiten alle zerstört sind. Einheit hat ein Level up bekommen, das ist gut, die auch. Mal gucken, die heilen wir, das ist ganz gut. Ziehen sie ein Feld zurück. Zerstören den Banditen. Die Einheit hat auch ein Level bekommen. Wird geheilt, genauso wie die andere. Dann können die restlichen Einheiten nachziehen. Schon Reichweite? Ja, sehr schön. Können wir hier ein bisschen aufräumen, endlich. Die anderen Einheiten trauen sich irgendwie nicht über die Mine zu fahren. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist gut für uns. Können sie nicht nachrücken. Ein bisschen aufräumen hier oben. Der greift nicht an, weil er schwer beschädigt ist. Wegbewegen auch nicht, weil er sonst in meinen Raketenpanzer kommen würde. So, dann ziehen wir einen Banditen von oben mal nach unten zum Helfen, damit er hier nicht an meine Transporter rankommt. Speer kaputt machen. So, die Artillerie schießt bis dahin. Also stellen wir unsere Einheiten. Unsere Einheiten hier außerhalb seiner Reichweite auf. Relativ viele Einheiten verloren hier oben. Oh, da hat eine Einheit ein Level up. Sehr schön. Fahr da hin. Los. Das war leer, genau. Der kann nichts machen. Der könnte, aber soll nicht. Gut, Runde beenden. So, er versucht meine Infanterie auf Bots aufzuhalten. Soll er machen? Oh, er hat die Artillerie bewegt. Jetzt kann ich sie zerstören in der Runde. Oh, mein Bandit ist weg. Mist. Passiert. So.
Knight reparieren wir jetzt, dann mit dem Rest hier wieder einkesseln. So. Dann produzieren wir mal ein bisschen Schrott hier oben. Oh. Sehr schön, dann haben wir noch ein dort. Komm ich nicht hinterher, dann erobern wir mal das Depot hier. Dann erobern wir das andere Depot auch noch. Zerstören wir seine Artillerie, bevor sie sich wieder aufbaut in der nächsten Runde. Sehr schön. Jetzt haben wir noch einen Panzer oben. Hier oben ein paar Einheiten. Hier unten haben wir alles geklärt. Jetzt haben wir nur noch da unten welche. Geht's hier weiter? Oh, jetzt greift er meine Transporter an. Oh, da hat er doch noch ein paar Einheiten. So, die am schwersten Beschädigten dürfen sich reparieren gehen. So, der ohne Munition 3, 3, 3. Mal gleiche Munition. War gleich wenig, wie man sehen will. Zerstören wir die Vorhänge. Transporter zerstört. Dann den feindlichen Panzer hier oben noch wegmachen. Schön eingekesselt, jetzt kriegt er eine ganze Menge Schaden. Dann ist er weg. So, den ersten Hafen haben wir. Jetzt will hier irgendein anderer Typ das übernehmen. Ich führe aber den Gegenangriff fort. Ja, 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 Gespräch beendet. Und da haben wir unser Schiffchen. Das Schiff muss hier in den Hafen fahren. Jetzt ist sie weg. Ups. Dann kann ich sie hier ausladen. Ein Raketenpanzer, zweiter Raketenpanzer. Es gehen nur die umliegenden Felder. Mehr haben sie nicht. Drei Felder sind, das war's. Dann rücken wir mit den Transportern nach, weil die müssen hier oben hin. So, die Einheiten, das eine noch. Kann die sich noch bewegen? Oh, jetzt habe ich sie oben schon getriggert. Das wollte ich nicht. Ja. Hier unten muss ich sie jetzt schnell noch aufhalten, bevor sie rüberkommen. Anstatt dass er links rum fährt. Nein, er fährt rechts rum. Es ist sehr gut, dass er mit seiner Artillerie vorfährt. Können wir sie gleich mal in der Runde vernichten. Nur, dass er mir Schaden zufügen kann. So, die hat noch zwei Schuss.
Der hat auch zwei Schuss, also muss ich bald das Munitionsfeld benutzen. So, Artillerie wegmachen. Hunter beschießen. So, mehr kann ich unten nicht machen in der Runde. Dann gehen wir nach oben. Räumen da ein bisschen auf. Da wollen wir das Depot vorher. So. Der Jeep raus. Der Panzer ist ein bisschen nervig. Den zerstören. Sehr schön. Dann die Panzer angreifen. Wie ihr seht, kann ich die Sachen parallel machen. So. Also schon anklicken und die nächste Sache auswählen, dann führt er jeden Befehl hintereinander ab. Aus, ja. Jetzt bringen wir die Transporter hier hin, in den Hafen oder zum Hafen, wie sie wollten. Ich habe noch alle Transporter behalten. So. Infanteriebots noch nachziehen. Buggy nachziehen, aber Banditen. So. Der Infanteriebot kommt man hier runter. Jetzt hat er hier unten die Mine zerstört. Das heißt, er rückt jetzt auf der linken Seite auch wieder vor. Oh, jetzt hat er beinahe meinen Panzer zerstört. Den heilen wir schnell hoch. Dann blocken wir ihn ein bisschen. So. Und zerstören den Panzer. Überlebt. Damit hat ein Level up, ist relativ voll, wird zur Joker Aktion. Das heißt, er könnte zweimal angreifen. Drücken wir ein bisschen nach, zerstören den. Oh, zieh aus der Reichweite. So, der ist zerstört. Das ist sehr schön. Na, ah, hier oben können wir noch alles machen. Sehr schön. Dann rücken wir hier auch wieder weiter vor. Geht ja langsam dem Ende zu. Die Einheiten sind schon ein bisschen verteidigt. Okay, die sind schon ein bisschen besser. Sind schon Veteranen. Das heißt, ich konnte die Einheit schon ausbilden. Der ist zerstört. Der ist zerstört. Dann rücken wir zum Hafen vor.
vor, damit wir den die nächste Runde haben und dann hoffentlich gewonnen haben. Genet hat auch ein Level, ja. Verbesserte Panzerung. Da oben ist noch mal eine Held. Da ist noch was. Die Einheit hat auch ein Level gehabt. Sichtweite oder als erstes feuern. Nimm mal Sichtweite. So, da oben ist ruhig. Schicken wir den Panzer mal nach unten, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Hier unten ist auch ruhig. Und wir beenden wieder die Runde. Oh, da kommen die anderen Einheiten aus dem Westen jetzt hierher. Muss ich nicht zu denen fahren, ist doch auch gut. So. Die haben alle nur einen Schuss. Der ist repariert. Der hat jetzt 5 Schuss bekommen. Gucken wir mal rein. Ah. Ich erkenne es. Munition haben wir nicht drin. Da auch nicht. Das ist das erste Material. Was ist das? Minen und Treibstoff. Da können wir hier nur Material. Boah, Rohstoff haben wir hier nur. Keine Ahnung, wofür man die braucht. Normalerweise nur zum Bauen. Aber das ist ja keine Fabrik. Vielleicht kann man eine Einheit reparieren. Werden wir gleich mal testen. So. Ziehen wir den Panzer noch runter. Erobern den Hafen. Häfen erobert. Wir haben beide Primärziele gemacht. 5 haben überlebt, 6 haben überlebt. Ja. Und wir müssen jetzt noch die vernichten, wie das stand. Okay. Dann lassen wir sie mal auf uns vorrücken. Ups. Das war gerade eine F-Taste. Man kann über die F-Tasten die Kameraperspektive ändern. Zeige ich gleich nochmal. Erstmal die Infanterieboots und so weiter nachziehen. Hier vorne ein bisschen blocken. Mal gucken, noch Kampfeinheiten. Da ist noch eine. In der Meute ist noch ein Panzer drin. Das sind die Transporter. So, dann haben wir hier oben noch Transporter bekommen, genau. Den wir wieder hier entladen können. Was haben wir denn? Raketenpanzer und noch ein Raketenpanzer, ein Hunter und ein Panzer. Gut. Den stellen wir auch noch davor. Den stellen wir mal dahin. Falls sich der Gegner dahin stellen möchte. Da warten wir. Gut, weiter geht's. Oh, schwer beschädigt schon, das ist gut. Der hat sogar noch eine Artillerie, wo er aber nicht rankommt. Ah, da rückt er auf uns vor. Sehr schön. Der hat zwar jetzt die Initiative, aber in der nächsten Runde habe ich die bessere Position und kann ihm ganz gut Schaden zufügen. Den kleinen Infanteriebot zerstört. Ist nicht so weiter schlimm. Aber die Artillerie muss weg. Die muss weg, nächste Runde. Oder die Runde.
So. Raketenpanzer an die Front. Mist, da komme ich überall nicht ran. Nahkampfeinheiten schön alle an die Raketenpanzer, Banditen und so ran. So, erster Bandit. Zweiter Bandit. Der ist sogar weg. Der Raketenpanzer. Den machen wir jetzt auch weg, hoffe ich. Ah, hat nicht ganz gereicht. So. Zerstören wir den Raketenpanzer noch. Dann den Banditen hier unten. So, und dann haben wir ja einen Großteil der feindlichen Streitmacht schon vernichtet. Sehr gut. Das wird jetzt für den Raketenpanzer ein bisschen schmerzhaft, aber die Artillerie braucht unbedingt Schaden. Den Speer noch. Den Panzer nachrücken. Oh, die können da auch schon ran. Das ist gut, zumindest ist einer. Er geht aber auf den Panzer, weil der Panzer schlimmer ist. So, Infanteriebots nachziehen. Nächste Runde sind die alle weg. Dann haben wir nur noch hier unten die. Ich hoffe, die muss ich nicht zerstören. Wenn doch, ist nicht so schlimm. Läuft ja ganz gut für uns gerade. So, Bandit wegmachen. Die haben alle nur einen Schuss. Der hat keine Munition mehr. Da haben wir noch Munitionsfeld. Mal gucken. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Munition sparen. Nur noch zwei Einheiten mit Munition. So. Nein, Ziele wollte ich gucken. Vernichten Sie die Erfolger, Verfolger. Hat immer noch fast gleich viele Einheiten wie ich. Keiner mit der leichten Einheit über den Rad fahren. Normalerweise dürfte er das nämlich nicht können. Hier rechts muss ich jetzt aufpassen. Dass er immer auf meine Speer geht, die gar nicht so wichtig sind eigentlich. Naja. So, schön alles einkesseln hier, bevor wir angreifen. Die Artillerie ist auf jeden Fall weg. Da ist er schön in Reichweite gefahren. Positionieren wir noch die Banditen. Die Raketenpanzer noch ranziehen. Den ranziehen, dann die Artillerie zerstören mal wieder. Ui. Schönes Feuerwerk. Dann erhöhte Fahrreichweite. Ah, der kommt nicht ran, Mist.
Ah, überlebt er noch eine Runde? Den kann ich heilen schnell, damit er hier angreift. Ah, ja, geschafft, sehr schön. Das heißt, ich muss die anderen Einheiten unten auch noch zerstören. Dann rücken wir mal mit allen Einheiten, die wir haben. Oh, der kann aufgewertet werden. Nochmal mehr Schaden. Und Joker-Aktion. Mit allen Einheiten wieder zurückfahren. Wir hätten den Gegner dichter rankommen lassen sollen, dann müssten wir jetzt nicht den ganzen Weg zurückfahren. So. Der hat keine Munition. Der hat nur einen Schuss. Der hat zwei Level. Erhöhter Schaden und erhöhte Reichweite. Machen wir mal. Ah, ich habe den einmal geheilt. Mist. Dadurch kann ich jetzt nicht das machen, was ich machen wollte. Was ein bisschen ungünstig ist. So, hier wollten wir gucken. Geht das reparieren? Ja, einer hat die kompletten Mats rausgezogen. Okay. So, da mal 5 Schuss. Der kann also ein paar Mal da hinschießen. So, der hat ein Level Up. Erhöhter Schaden, sehr schön. Dann darf der auch schießen. Der darf nicht schießen, da spare ich die eine Munition auf. Und der Rest steht oben. Gut. So, ich habe ja vorhin die F-Tasten erwähnt. Man hat die unterschiedlichen Tasten. F1 ist die Standardansicht. F2 ist die Draufsicht. F3 ist die entfernte Draufsicht. Also quasi als Übersicht, ohne die taktische Karte zu sehen, die hier ist. Hier kann man ja schön erkennen, da sind Banditen, Raketenpanzer, Infanteriebord und so weiter, ein Depot. Dann haben wir noch den freien Modus, das F4. Da kann man die Karte drehen, wie man will. Sogar auf den Kopf. Was ein bisschen komisch aussieht. So, drückt man wieder F1. Ist man wieder in der normalen Übersicht und kann ganz normal weiterspielen. So, jetzt wird es hier rechts aber langsam ein bisschen problematisch. Weil er hat den Raketenpanzer und die Artillerie jetzt dort stehen. Ich habe keine Munition mehr. Oder kaum. Deswegen müssen wir uns jetzt zurückziehen. Und ihn ein bisschen kommen lassen, weil jetzt hat er den Brückenvorteil. Jetzt reparieren wir die Einheit auch. Die Einheit ist immer noch auf dem Weg zur Munition. Alle anderen Einheiten schön zurückziehen. Zum Glück gibt es hier keinen Treibstoff. Das wäre jetzt in der Mission ein bisschen nervig. Die Aufwertung,
die man auswählt, sind von oben nach unten. Zeige ich bei der nächsten Mal. Weil man kann nicht sich frei von den vier die Sachen auswählen. Und die Einheiten können nur zweimal leveln, also zwei Stufen aufsteigen. Und wenn sie fertig ist, ist sie fertig. Das heißt, man kann zweimal reparieren zum Beispiel und das war's dann. Oder du kannst zweimal zwei Upgrades auswählen. Hier. Wenn ich die verbesserte Panzerung nehme, kriege ich als nächstes die erhöhte Reichweite. Oder ich kriege die Boden-Luft-Raketen, kann die Lufteinheiten angreifen und zusätzlich den erhöhten Schaden. Leider ist es nicht so, dass man frei wählen kann, weil dann hätte ich die verbesserte Panzerung und den erhöhten Schaden genommen. Aber das wollen sie leider nicht. Finde ich ein bisschen schade hier. Aber naja. Ich werde mal die Transporter nehmen, weil es dauert mir jetzt schon ein bisschen lange hier. Mit den ganzen Zielen und so. Dann den ganzen Weg nach unten fahren wieder. Jetzt hat er einen großen Fehler gemacht. Er ist mit seinen Fernkampfeinheiten in den Nahkampf gekommen. Was für mich natürlich sehr schön ist. Da wir jetzt den Raketenpanzer hier zerstören können. Der hat noch 3 Schuss, geht da drauf. Die beiden dürfen den Raketenpanzer zerstören. Die Einheit ist repariert, die darf raus. Dann holt er sich die Munition, kann nächste Runde wieder runterfahren. Die ersten Einheiten zur Verstärkung treffen ein. Der Speer ist nicht so schlimm. So, befüllen wir mal die Transporter. Die können 2 Einheiten tragen, wie man hier rechts sieht. Ups, nein. Dann geht das Ganze schon ein bisschen schneller. Reiner, es ist unabhängig davon, welche Einheit. Glaube ich. Werden wir gleich mal sehen. Fahr da nämlich gleich mal einen Panzer rein. Das Bild ist, wenn man einen Doppelklick macht, öffnet man die Transporter. Okay, Panzer kann auch einfahren. Wenn man die Einheit angewählt hat, dann nochmal anklickt, um sicherzustellen, dass es dieselbe ist, öffnet man die schon. Was mich ein bisschen stört manchmal, weil ich bin zu schnell des Öfteren und wähle die Einheiten zur Sicherheit doppelt an und da öffne ich die Transporter dann. So. 2 Transporter haben wir noch. Können wir hier noch ein paar Einheiten einladen. Die beiden da rein. Die da rein. Der Panzer braucht unbedingt noch einen Slot. Weil der relativ langsam ist. So, es geht das Ganze schon ein bisschen schneller. Beides hier unten. Oh, der darf jetzt höher schießen, habe ich dann noch vergessen. Beides hier unten schon relativ gut aussieht. Der Großteil der feindlichen Einheiten ist hier unten ja zerstört, weil ich zurückgezogen habe. Dann den einkesseln und zerstören. Ja, kannst du den mit Lapp sonst finden.
stecken. So. Jetzt zerstören wir die Artillerie. Und den Speer. Der leider überlebt. Ah, genau. Gucken, kommt der Panzer daran? Ja, sehr schön. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Und ich habe fast alle Achievements. Was fehlt uns denn? Siegertyp haben wir. Das sind die drei Ziele, glaube ich. Die Bonusziele. Die beiden. Dann haben wir großer Junge. Keine Ahnung. Ich bin zu langsam. Und ich bin guter Anführer. Gut. Das war's.